Moin, ich bin Johanna von Magic Waters. Ich unterrichte seit über 12 Jahren Wassersport und in dieser Episode zeige ich dir den Wasserstart. Willkommen hier bei uns auf Sizilien auf der riesengroßen Flachwasserlagune Los Danione. Jede Woche unterrichten wir wieder Schüler bei unseren Kite- und Yoga-Camps, die gern den Wasserstart lernen wollen. Der Wasserstart ist das erste komplexe Manöver, wo du Kite-Kontrolle, Körperspannung und das Brett meistern musst. Zuallererst schauen wir uns den Wasserstart als Ganzes an. Parke den Kite nahe der 12, steige diagonal ins Brett ein, mach dich klein und richte dich aus, überprüfe den freien Raum in Lee, leite den Power Dive ein, stehe aktiv auf und blicke in die Fahrtrichtung. Halte den Kite nicht genau auf 12 Uhr, um in das Brett einzusteigen, sondern 10 Minuten vor 12, wenn du den Kite mit der rechten Hand hältst. Hältst du deinen Kite lieber mit der linken Hand, halte deinen Kite auf 10 Minuten nach 12. Die rechte Hand an der Bar, hält die linke Hand das Brett fest. Lege dich auf den Rücken, mach dich klein, schieb das Brett vor dich. Kippe das Brett mit der linken Hand, schlüpfe mit dem rechten Fuß in die rechte Schlaufe. Ziehe die Zehen an, um das Brett weiter zu kippen. Schiebe das Brett von dir weg, um den linken Fuß in die Schlaufe schieben zu können. Sobald du im Brett bist, mach dich ganz klein. So bist du kompakt und kannst alle Muskeln anspannen und lässt dich nicht unter dem Kite verdrehen. Ziehe die Zehen an, damit dein Brett aufrecht im Wasser steht. Spanne die Bauchmuskeln an und lege die Unterarme auf die Knie, um schön kompakt zu sein. In dieser kompakten Haltung solltest du dich nun genau 90 Grad zum Wind ausrichten. Kite, Bar und Board sind parallel zueinander. Kontrolliere nun den Freiraum in Lee, bevor du in den Power Dive startest, um sicherzugehen, dass du niemanden behinderst oder gefährdest. Power Dive des Kites gibt dir die Zugkraft, um aufs Brett zu kommen. Du solltest deinen Kite wie ein V vom Windfensterrand in die Soft- oder Powerzone fliegen und wieder hochlenken. Dadurch bekommst du eine Zugkraft schräg nach vorne. Je nach Windstärke kannst du diesen Power Dive variieren und den Kite tiefer oder flacher fliegen lassen. Je tiefer der Kite in die Powerzone eindringt, desto mehr Zugkraft kann er entwickeln. Das variierst du, indem du die Zeitspanne zwischen Einlenken und Gegenlenken anpasst. Lässt du den Kite lange fliegen, entwickelt er viel Zugkraft. Lenke stark ein, damit er sich Richtung Powerzone dreht und lenke genauso stark wieder entgegen. Beim Gegenlenkimpuls solltest du aktiv aufstehen. Aktives Aufstehen. Lass dich nicht vom Kite aufs Brett hieven, sondern rolle dich aktiv über die Brettmitte. Zum Üben kannst du dich mal hinsetzen und dann mal aktiv beobachten, wie du wieder aufstehst. Als allererstes bringst du den Oberkörper nach vorne, sodass der Körperschwerpunkt über den Fersen ist. Und dann erhebst du dich. Gecheckt? Dann übertragen wir das jetzt aufs Kitesurfen. Beim Gegenlenkimpuls rollst du Kopf und Schulter in Richtung Brett. Der Blick geht Richtung Quick Release. Sobald du auf dem Brett stehst, schaue nach vorn in die Fahrtrichtung, damit du siehst, wo du hinfährst und ob dir jemand entgegenkommt. Außerdem hilft dir der Blick in die Fahrtrichtung dabei, später Höhe fahren zu können, anstatt sie ständig zurücklaufen zu müssen. Über welches Thema würdet ihr gern mal ein Video sehen? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr Bock habt, unsere Videoarbeit zu unterstützen, dann gebt uns ein Like und smasht die Glocke, damit ihr nie wieder eins unserer coolen Videos verpasst. Und wenn ihr Lust habt, bei einem unserer Events dabei zu sein, dann schaut auf unseren Instagram-Account oder auf unsere Website, denn da bekommt ihr immer alle neuesten Updates. Wir sehen uns auf dem Wasser!